zwei außerirdischen Häuser. Weil wir bei Außerirdischen sind, das ist doch auch ein gutes Thema. Was wäre denn so ein außerirdisches Leben, was dich interessiert würde, wenn du so Science-Fiction-Serien betrachtest, wie, oder Filme halt, wie zum Beispiel Star Wars, hier, sag mal, was weiß ich, was es da alles gibt. Star Trek. Du meinst, womit ich, oder was ich am schönsten finden würde, um was, so... Also, was du gerne für eine außerirdische Lebensform finden würdest. Was ich gerne für eine außerirdische Lebensform finden würde. Ja, also welche du halt am coolsten findest, sagen wir es so. Achso, ich bin ein Star Wars-Verfechter. Also was hättest du da gerne? Also wenn wir einen außerirdischen Kontakt hätten, was sollte es sein, deiner Meinung nach? Ein Ewok. Ewoks sind süß. Ich kenn so einen Jabba. Jabba ist total cool, das ist voll der Gangster. Ich bin Jabba. Jabba ist ein echter Gangster. Bei Jabba frage ich mich aber immer, wie ist der eigentlich an seine Macht gekommen? Der bewegt sich doch nicht. Ja, der muss sich auch nicht bewegen, das ist ein Handelsfürst. Ja, aber wie ist er da hingekommen? Der hat eingeheiratet in eine Familie, die so total chiller waren. Die voll dick die Kohle hatten und so. Inzwischen braucht man ja auch mehr Knochenmehl, um den Baum auswachsen zu lassen, nicht nur eins. Echt? Ja. Das ist voll scheiße. Ich hab doch wieder mal keine Patchnotes gelesen. Aber wie immer, ich auch nicht eigentlich. Ich hab's, muss ich zugeben, ich hab's in einem Video gesehen. So, als der eine angefangen hat, so, ja, ich pflanze dem jetzt mal ganz gemein Bäume auf dem Dach. Und dann fängt er an, Bäume hinzusetzen und will sie wachsen lassen und hat nicht genug Knochenmehl dabei. Guck an. Hat Pech er für ihn. Einen großen Baum auf dem Dach wachsen lassen. Na. Sind wieder ein paar leckere Birkensetzlinge. Ja, pass ein bisschen auf da hinten, weil da wollen wir auch noch ein bisschen was hinbauen. Ja, das ist ja jetzt auch für einen Holzvorrat, warte mal. Dann outsource ich das mal hier ein bisschen in den Wald eher. Outsourcen ist auch so ein schönes Wort. Hast du auch heute schon 5-mal benutzt irgendwie. Ja, aber ich finde, das ist irgendwie, also inzwischen, also ich muss gerade sagen, ich finde, das ist ein tolles Wort. Na dann. Ja. Bauen wir jetzt hier gleich noch ein Haus hin? Ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit die gleichen Häuser bauen. Ist auch nicht so spannend. Also sowohl für mich nicht und für euch vermutlich auch nicht. Weißt du? Ihr seid da bestimmt voll gut enthalten. So, schau mal. Grüß Göttli. Ja, wir können ja mal noch ein bisschen hier minimalistische Inneneinrichtung reinsetzen. Wir können auch die Brücke schon mal bauen. Hey, noch eine Brücke. Dann kannst du schon mal mit der Brücke anfangen. Ich kann ja ein bisschen Häuser dekorieren gehen. Wie wollen wir die Brücke machen, aus was für ein Material? Wollen wir diesmal eine Steinbrücke machen? Würde ich sagen, oder? Dass wir jetzt hier, also ich würde das hier noch vorne mit Holz auslegen und dann ab da eine Steinbrücke. Gut, ich wollte hier das Ding dann praktisch schon wieder runterbauen. Das hatte ich nur einmal voll gemacht, um... Achso, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt komplett voll gemacht habe. Das war irgendwie eigentlich auch doof, aber... Dann eine Cobblestone. So, warte, so. Also das auf die Höhe ungefähr. Dann würde ich mit der Brücke anfangen. Und dann aus Kabel. Jo. Ja, dann bau mal aus Kabel. Ich habe nämlich keinen. Ich habe auch kein Kabel. Oh doch, ich habe welchen. Verdammt. Aus ganzen Kabels oder lieber Slabs? Ja, die Brücke müssen wir aus Kabels machen, sonst können wir da kein Geländer ransetzen. Wir könnten auch in der Mitte dann nur Slabs machen oder so. Also warte mal, dann mach mal hier, du meinst... Weißt du, dass die einfach so fürs Auge ein bisschen mehr was ist, als einfach nur eins durch? Okay, warte mal, kann man Kabelslabs überhaupt bauen? Ja. Bin mir gerade unsicher. Kann man. Du kommst mal mit. Und dann... Wir haben da unten eh genug Workbenches. Dann in der Mitte so ein Holzstreifen lang und außen dann noch Halfslabs? Ja gut, das soll ja dahin gehen. Ja, doch, können wir schon machen. Doch, ja. Wir probieren es mal aus. Also du hast ja den Cobblestone, dann hau den da mal drauf. Machen wir noch ein bisschen Licht. So. Was für einen Mond haben wir eigentlich? Vollmond. Schade, keine Nyan-Cat. Ja, leider nicht. Okay, scheiße. So, okay.
Kannst du mal hier rechts den Baum wegnehmen vielleicht noch? Den ganzen? Ja, den würde ich schon wegtun, weil der ist auch so ein bisschen so ein Störfaktor, finde ich. So. Der Rest zerfällt von alleine. Oh doch, ich finde das aber gut. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich habe auch schon ein bisschen im Plan, wie wir es auch noch von unten ein bisschen designen könnten. So, hier müssen wir aufpassen. Wir müssen jetzt auch von den Stufen hier ein bisschen runterkommen, ne? Komm mal runter, Alter. Aber ich würde die nicht ganz so krass abfällig machen, oder? Also ruhig immer noch irgendwie so ein bisschen Luft dazwischen lassen. Ich weiß nicht. Na, warte mal, schauen wir mal. Das machen wir mal so nach dem System. Alter. So. Scheiße. Du machst das schon, ich muss mal eben ein Stück trinken. Ja, tu das. Das war so klar. Hast du runtergefallen? Nee, ich muss gerade schauen hier, dass ich so ein bisschen rankomme. So. Ich bin schon wieder ins Wasser gesprungen. Ja. Ich überlege gerade, was erwartet man, wenn man so in ein Dorf reinkommt? Also so hier kurz davor, ne? Also weil ich jetzt gerade überlege. weil ich überlege jetzt eben gerade, was kann man hier so auf diese kleine Ebene bauen, die du jetzt quasi hier geschaffen hast. Ein Spielplatz. Was würde man hier erwarten? Ja, man könnte auch einfach wieder so einen kleinen Garten hinrotzen. Ein kleines Gemüsebeet, mit wo Gemüse beetet. Entweder sowas oder einfach Bäume hinstellen. Bäume. Wenn ich in ein Dorf komme, erwarte ich Bäume. Ich hasse Bäume. Ja, aber wirklich, was würde man hier erwarten? So ein Gemüsebeet kann man schon machen. Das muss so ein ganz kleines... Eine Kleingartenanlage. Schrebergärten, ganz viele. Ja, aber ich schon weiß Bescheid, was gut ist. Wieso? Ich hab doch da noch... Ich bin... Was? Ja, danke schön. Hallo. Moin. Tschüss. Warte mal, also ich würde es jetzt so auf über Dreierfelder machen praktisch immer. Ja. Genau, dass die halt nicht so rapide abfällt einfach, weißt du? Finde ich auch schon gut. So, jetzt muss ich hier noch schauen, weil das ist gerade wirklich unpraktisch. Einmal, das Ding muss ich nochmal schnell wegnehmen. Da brauche ich mal einen kleinen Hilfsbalken, so. Ich laufe da nachher nochmal lang und setze den Holzdinger rein. Was siehst du, da steht ja auch noch der Grundriss für die Schmiede und den Alchemieladen. Oh Gott. Ja. Naja. Ja, wir haben zu tun. Ich hoffe, du hast dir heute nichts vorgenommen. Ich habe mir übrigens letztens so gedacht, die Schmiede könnte man ziemlich geil aus diesen aus diesen Steinmauern bauen. Ach, weißt du was? Das nervt mich gerade. So, ich brauche mal hier ein bisschen mehr Licht. So. Ganz frech setze ich jetzt einfach hier Licht dran. Meine Augen! Ist mir egal. Oh. Es sind deine scheiß Augen. So. Ein Wunder ist geschehen, ist auf einmal Tag geworden. Ja, Götter. Boah, das tut aber wirklich ein bisschen in den Augen weh, dass das so plötzlich war gerade. Surprise, surprise. ach, ich weiß gerade irgendwie echt nicht, was ich hier hinbauen soll. So, aber so fällt die Brücke dann später ganz schön auf einmal ab. Weil da haben wir hier echt so dann... Quatsch. Ein Abfall, das ziemlich extrem ist. Ziemlich extrem, ziemlich langsam vonstatten geht's so rum. Ja, aber ist doch okay.
Lieber ein bisschen langsamer als dann so ganz extrem. Sieht sehr interessant aus von unten. Ja, genau. Ich, da muss einer ran. So. Da. So, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das ist gut. Schaffst du es, ja? Ich glaube schon. Vielleicht sollten wir eher anfangen, das Ding runter abfallen zu lassen. Hm. Nee, auch keine geile Idee irgendwie. Ah. Nee, das, nee, obwohl, das ist, nee, das ist schon okay so. Ich hab, nee, ich meine doch meins gerade, nicht deins. Du hast nicht gesehen, dass ich gerade nochmal runtergefallen bin. Nein. Falls jemand fragt, ich bin gerade nicht darunter gefallen, ich bin gerade schwimmen gegangen. Eine Badehose mitgenommen. Ich weiß gerade echt nicht, was ich hier hinbauen soll, das ist echt schlimm. Und Hanfgarten hin. Gute Idee. Ja. Ist mir klar, das ist eine gute Idee, das ist ja auch von mir. Ich gehe mal noch Cobblestone holen, dann baue ich da erstmal noch ein paar Häuser. Ach, hier sind ja auch noch Bäume, die nehme ich mal gleich mit. Nein, du bist. Was, wo? Sind am Haus schon was gewachsen? Ne, hier oben auf dem Gipfel sind auch noch einige Birken. Okay. Birken. 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 Guten Tag, ich bin die Birke. Klingt. Wollt ihr mal bei Ihnen vorstellen? Toll. Ich bin voll die liebenswürdige Frau. Das nimmt man der Birke ab, ne? Ja. Total. Nicht. So ist die Birke. Das ist so eine kleine Wilde, ne? So eine Rabauke ist es praktisch. Eine Rabauke klingt auch schon wieder nach einer anderen Frau, die total vertrauenswürdig ist. Ach, ich bin die Rabauke. Ich bin die Rabauke. Und heute bin ich hier, um mit Ihnen über Gott zu reden. Um die zu rabauken. Ich will aber nicht über Gott reden. Ich wollte mir ein anderes Thema aussuchen. Wie sieht's aus mit Döner? Oh ja, Döner. Wird ja bald bloß noch maschinell abgearbeitet, habe ich mal gehört. Habe ich's? Ja, ist doch egal. Gibt's eigentlich auch Pferdefleischdöner? Hey, das ist geklaut. Ja, ist mir egal. Aber trotzdem schön. Ja. Das hatte ich auch mal gesehen auf, was war das? Get Digital oder sowas, die Seite hier. Die Einhornfleisch aus der Dose verkaufen. Oh, lecker. Da ist dann so eine Dose und da ist so ein lustiges, sag mal, so ein lustiges Plüsch-Einhorn-Dingens mehr oder weniger dann drin. Das ist total cool. So, das ist, ja, das ist auch ein Schock für jedes kleine Mädchen irgendwie, ne? Das ist. Heutzutage auch die Produktbeschreibung, die hinten draufsteht, so von wegen Zutatenliste, die ist auch ziemlich geil gewesen, aber ich hab's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig hin. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt, geht auf Get Digital und bestellt euch Einhorn aus der Dose. Ja, wobei die Seite sowieso ziemlich cool ist. Ja. Die haben alles, was der Nerd von Welt braucht. Ja, das stimmt. So. Wie war das, die Uhr mit den Binärcodes? Oder ja, irgendwie sowas? Ja, eine Binäruhr. Ah, die haben einen möglichen Scheißdreck. Aber hast du noch ein paar? Das finde ich ganz cool. Holzdinger? Ja. Ja. Ich hole gerade auch schon mal Kabel, um den an die Seite ranzuhauen. Dann kannst du jetzt nämlich schon mal, sag mal, dingsen, ne? Du hast Bescheid. Ja. Geh mal dingsen. Ich dings das mal da eben dran. Moment. Freut mich, dass wir drüber geredet haben. So, hier, da ist es rangedingst. Jetzt muss es bloß noch kurz anbumsen und dann ist alles gut. Und dann ist alles gut, dann sitzt das. Genau. Passt, struggelt, hat Luft. Ist angebumst. So, dann machen wir hier nochmal ein paar Kabels mit dran. Einmal auf Tauschstation gehen, um meine Erde wieder einzusammeln.
Du sammelst die Erde nochmal nach? Ja, klar. Oh mein Gott. Man weiß nie, wann wir Erde mal brauchen können. Zum Beispiel, wenn wir ein Erdhaus bauen. Oder ein Erdmännchen. Geht das nicht? Muss doch gehen. Was denn? Du hast einen Halbsteps, ne? Ja. Das ist hier das Problem. Wird ein bisschen scheiße aussehen. Von hier aus mag es gehen, aber von unten? Von unten habe ich schon nochmal einen anderen Plan. Okay, also meinst... Muss ich denn gar kein Kabel mehr drunter setzen? Doch, setz mal einen drunter, weil ich brauche gerade eine passende Angriffsfläche dann dafür.